So, ich führe 1-0. Jetzt kriegt er aber nochmal den Ball. Also das gleiche, was wir gerade schon mal mit einer halben Halbzeit gemacht haben. Muss ich jetzt eine ganze Halbzeit machen. Ein verletzt. 2 K.O. Und ein. Und mein Blocker. Desert Fox. Kommt wieder aufs Feld. None of the knocked out players seem to have awoken in time for the next. Er hat halt niemanden knockt, das ist echt das Problem. Ich habe 3 Spieler weniger im Vergleich zu ihm. Das ist echt eins meiner Hauptprobleme. I can't see how the smaller squad will win. Despite being in the lead, this team now has to kick the ball to the losing squad. Ja. Das könnte echt schwierig werden hier. Den will ich sogar hier vorne haben, glaube ich. So. Einstellung bestätigen. Der könnte mich jetzt einfach weiterhin verprügeln. Das ist so ein bisschen das Problem. Bis jetzt hat nur ein einziger von meinen überhaupt Starspielerpunkte bekommen, weil die haben auch einen ziemlich hohen Rüstung. Hier mit 9. Ich glaube, die haben überall 9. Ein paar haben 8, aber sehr viele haben 9. Also ist denen sein Team sogar noch ein bisschen härter als meins im Nehmen. Und dann haben die noch irgendwo robust. Von 8 oder 9 auf einen Verletzungswerder. Genau, da wird er. Anstelle der K.O. wird er nur gelähmt. Das hat man am Ende vorhin nochmal, da kam die Meldung, dass robust getriggert hat. Tja, im Zweifel würde ich irgendwie ihm am besten den Ball geben wollen, weil dem kann ich versuchen wieder abzuluxen. Wenn ich den Ball habe, habe ich einen Vorteil, definitiv. Problem ist, ihr seht gerade, wie weit der Ball wegspringen kann. Ich kann ein bisschen nach rechts gehen, aber ich will halt nicht, dass er ihn direkt in die Hand gespielt bekommt. Bekommen in dieser Halbzeit einen Zwischenwiederholungswurf. Na geil, jubelnde Fans. Ich denke, ich hätte mir sogar noch einen Wiederholungswurf kaufen können für das Match mit der Portokasse. Ach fuck, er kriegt halt direkt das. Das ist bitter. Da habe ich nämlich noch Zombies in der Mitte stehen. Die sind echt nicht so wahnsinnig gut im Blocken. Mich mit Zwergen zu schlagen, ist halt im Zweifel, glaube ich, nicht die beste Variante. Folgt er? Er bleibt stehen. Er bleibt stehen. Okay, bei ihm weiteren Unterstützung zu geben hier auf die andere Seite. Was er jetzt nämlich kann. Oh, sehr gut. Gegen ihn funktionieren die Angriffe irgendwie nicht so gut. Aber ich brauche noch mehr von den Verfluchten eigentlich. Oder ich muss noch ein paar andere Spieler mit Block kriegen. Oh, nicht verletzen. Nicht verletzen. Ah, sehr gut. Zumindest das. Und der steht jetzt wieder frei. Was ich eigentlich sonst ganz angenehm finde, dann kann ich nämlich frei bewegen, ohne ausweichen zu müssen. Er wird mit ihm dann wahrscheinlich den Ball versuchen aufzunehmen. Oh nein! Okay, ist gelähmt. Das geht noch. Das hat nur eine Runde raus. Und er will mit ihm jetzt anscheinend gegen meinen Werwolf vorgehen. Oder mit ihm sogar, mit dem Trollschlechter. Ja, oder auch nicht mit dem Trollschlechter. Okay, er sprintet. Und fällt hin. Gibt es einen Wiederholungswurf dafür? Da ist schon einer von seinen dreien weg. Achso, er hatte ja 4 jetzt. Und er hat sogar noch einen Sanitäter. Oh, mit Ehren, warum hat er sich denn mit dem schon Sanitäter gekauft, mit den Zwergen? Ja, okay, sie wollen auf jeden Fall jetzt hier Platz machen, wir wollen auf der Seite durch. Ja, er hat Block, deswegen nimmt er Both Down. Das könnte sogar noch weiterlaufen, wenn er will. Wegen der Blitzfähigkeit, die man halt einmal pro Runde einsetzen kann auf irgendeinen von seinen Spielern. Und jetzt wollen sie halt. Und ich habe keinen Blocken, deswegen wieder Bowstone. Das ist fies. Wie viel stärker der 3? Ich bräuchte so einen Assist, um mit allen meinen dagegen anzukommen. Oh, jetzt taggt er ihn, damit er nicht laufen kann. Das ist fies.
So, und wir am Ende wollte den Ball aufheben. Er will schnell durchspielen. Er spielt noch auf Sieg. Oder auch nicht. Passt er noch oder passt er nicht mehr? Naja, stellt mir jemanden davor zum Verteidigen. Okay. So. Das ist ein bisschen schwierig jetzt. Du kannst dich doch frei bewegen, oder? Ja. Oder will ich einfach nur ausweichen? Ich darf jetzt zweimal rollen, theoretisch. Falls ich nicht aus der Tackle-Zone rauskomme. Erstmal stehst du wieder auf, weil du sollst die Leute beschäftigen. Das ist eines der wichtigsten Sachen. Dann kommst du mal wieder da. Oh, shit. Ja, doch bitte. Wiederholungswurf. Sehr gut. So, jetzt kriegt er keine Unterstützung mehr. Aufstehen. Unity ist Strength. So, zack. Der ist gelähmt. Das ist sehr gut. Nee, ausweichen will ich jetzt nicht nochmal testen. Den will ich eigentlich nicht wieder in drei Leute reinstellen. Nicht so richtig. Ich hoffe, das passt so. Die können halt jetzt frei laufen, die zwei, was ich nicht gut finde. Aber wie gesagt, ich bin überall in der Unterzahl. Ich kann nicht dafür sorgen, dass alle irgendwie sich verteidigen müssen von ihm. Der ist auch frei. Wenn er auf ihn passen kann, habe ich echt ein Problem. Stand fest. Oh, er hat echt den K.O. geschafft, Mann. Für meinen dicken Dude, Knochenbrecher. Muss man verletzen, wofür mit dieser Fähigkeit hinzu, wenn der Gegner bei einem Block durch ihn zum Boden geschickt wird. Tja, er hat einen Rüstungsbruch geschafft und mein. Wer ist der eigentlich? Mein Fleischgolem hat er ausgeschaltet. Na geil. Jetzt habe ich eigentlich keine Chance mehr, ihn wirklich direkt zu bekämpfen. Kann ich nur versuchen, mit meinen Werwölfen und meinem letzten verbliebenen Ghoul auszuweichen. Aber ich habe nicht keinen Blocken auf dem, also richtig. Okay, never mind. Das läuft richtig kacke. Das ist so meine einzige Hoffnung, dass der irgendwie dort hochkommt. Dafür habe ich ihn dahingestellt und er haut jetzt einen nach dem anderen raus. Deswegen läuft er mit ihm jetzt, glaube ich, einfach hier in die Mitte rein, wo seine ganzen Typis stehen. Ja, sage ich ja. Das wird schwierig. Und er attackt meinen zweiten Werwolf wie verrückt. Schiebt ihn weg. Ja, nee, nicht mehr wegschieben. Zu Boden gehen ist das ja. Ich habe ja kein Ausweichen. Wenn es ausweichen wäre, könnte würde nur wegschieben. Och nee, ernsthaft? Das ist echt fies. Wie er echt alle zu Boden kickt. Der ist im Nachteil. Er sollte jetzt nicht kämpfen. Aber einen Fleischgolem habe ich eigentlich gebraucht. Ohne den ist es für mich, glaube ich, fast unmöglich, gegen Zwerge zu spielen. Ja, krass. Reroll? Nee.
Beide blocken, okay. Jetzt ist er wieder in 3 drin, ne? Ah, oh, jetzt kriegt er halt down. Ich komme hier nicht rüber. Und jetzt gibt es noch einen Rüstungsbruch. Ja. Da kann man GG schreiben. Ja, ich habe irgendwie keine Möglichkeit, mich gegen die ganzen Zwerge zu verteidigen. Ich habe noch 1, 2, 3, 4, 5, 7 von 11 Spielern. Wow. Das ist halt hier. Er hat mir halt 5 Leute rausgekickt bisher. Hä? Plus Stärke von dem rechts, das funktioniert irgendwie nie so. Nicht so richtig. Tja. Mehr als den dahin stellen, dass er so nicht einfach durchrennen kann, kann ich nicht machen. Ich bin sehr eingeschränkt in meinen taktischen Spielzügen. Zombie wird weggekickt. Der blitzt noch gegen meinen Ghoul auf jeden Fall irgendwann. Und läuft dann einfach weit durch. Allerdings darf ich in dem Spiel nicht aufgeben. Auch wenn ich mal gerade vorne liege, glaube ich nicht, dass ich das gewinnen kann. Auch wenn ich nächste Runde den Ball wieder kriege. Im Zweifel kann er auch das einfach rauszögern, wenn er den Ball gut verteidigen kann. Bleibt er, läuft ihm den Ball einfach nicht in die Endzone. Außer er spielt auf Sieg. Aua. Tschüssi, Amagul. Mein Werwolf kann er wieder aufstehen. Ich glaube, ich muss so ein risky Ausweichmanöver machen mit meinem Werwolf. Ansonsten habe ich keine guten Varianten. Ja, Geschicklichkeit 3, wenn die... Er hat auch Geschicklichkeit 3. Ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt in dem Fall. Na, ich habe keinen Blocken. Ich kann den einfach down machen. Kann jetzt ein paar mehr Leute wieder aufstehen nächste Runde, aber... Alle liegen. Von mir liegen alle. Und er macht einfach eine Wand aus Zwergen um seinen Ballträger. Das ist ein bisschen schade. Ja, kann ich halt nichts Sinnvolles machen. Gegen einblocken will ich eigentlich nicht. Du stehst mal auf. 33% ausweichen. Aufstehen. Ich mach das mal. Das funktioniert sogar als Ausweichen. Ah, der ist schon mal gelähmt. Das ist, finde ich, sehr gut. Ja, okay, das mache ich lieber nicht. Ich habe eine Gesamtwahrscheinlichkeit von irgendwie 30%, dass das funktioniert. Zug beenden. Ich glaube, hier ist gerade relativ ausgeglichen, aber hier ist halt alles offen, ne? Wobei, dort sogar nicht. Den kann er einfach angreifen und wegkicken. Weil er hat 4 Stärke, oder? Ja, wie soll den? Stärke 3? Stärke 3?
Ach ja, wenn er unterstützen hat, der kann unterstützen, auch wenn er in Tackle Zone steht. Das ist natürlich fies. Der hat schon ein paar Fähigkeiten auf seinem. Also mindestens zwei Level Ups haben die doch schon. Der ist Level 2, sehe ich hier sogar. Da haben wir aber echt viele Standard Fähigkeiten. Er hat nur zwei Level 2 gerade drin, glaube ich. Aber wie gesagt, die haben trotzdem viele Standardfähigkeiten. Weil normalerweise kriegt man halt maximal eine Fähigkeit so pro Level ab. Oh, cool. Nein, jetzt kann er halt rennen hier mit dem. Ja, okay, der wird dann meinen übrig gebliebenen Zombie dort töten auf der Seite. Oder zumindest ausnocken. Halt echt, warum die Zwerge alle blocken haben, das ist so krass. Und wieder gelähmt. Der Ivan Evan ist gelähmt. Und der läuft noch irgendwie um den Ball Carry zu beschützen. Oh, nicht mehr funktioniert's. Verdammt. Nee, macht er gar nicht. Er greift ihn an. Er schmeißt mich halt hinter den Ballführenden, damit ich nicht mehr aufholen kann. Und der wird sinnvollerweise gegen den gehen, wollte ich gerade sagen. Ja, er kann aber nur wegschieben. Und er hat keine Rasend. Ist sogar ganz angenehm, weil dann habe ich nur noch einen. Ich hab's so gehabt, nur noch einen, den ich ausweichen muss. Jetzt die Frage, wie ich dann versuchen, mit ihm zuerst ihn anzugreifen, weil da habe ich eine Unterstützung. Und dann versuchen, gegen den Ballführenden zu gehen, der hier wieder drin stehen wird. Aber das wird nicht klappen. Oder halt, er steht einfach nur da und hat dann Unterstützung von allen Seiten für alles. Der hat fast nichts. Tja. 67% ausweichen. Prozent zum Ball gehen. Es ist die Frage, will ich erst versuchen, mit ihm hier anzugreifen? Ach, der hat eine Unterstützung dort. Ah, kacke. Ich lasse auch einfach mal aufstehen. Ich könnte ihn also nur angreifen. Mit einem, weil er an der Tackle Zone steht. Hier habe ich auch nur einen Würfel. Versuch's mal. Okay, ausgewichen. Steht dort davor. Und ich versuch's nochmal. Okay, beides ausweichen funktioniert. Ah, will ich rerollen. Ach, fuck. Wow. Da war das erste ja viel besser. Da wären halt wenigstens. Ja, und gelebt auch noch. Wären wenigstens beide down gewesen. Oh Mann. Das ist schade. Da hat er wirklich gewonnen. Ach, jetzt bin ich in dem blöden Chat. Ja. Also zumindest hat er jetzt seinen Spielzug durch mit Sicherheit. Dann läuft einfach ins Aus. Ja, genau. Er macht einen Go for it. Wenn das Go for it fail wäre natürlich mega lustig, aber er hat dann noch einen Reroll. Ja. Er trinkt erstmal ein Bier, weil es ein Zwerg. Oh, und es kommt keiner zurück. Nee, K.O. einer, okay. Nur mein Fleischgolem ist noch K.O. Dass gerade Fleischgolem K.O. bleibt, ist natürlich doof. Ah, der Gegner spielt, okay. Ich habe 4 Runden dafür. Ich bezweifle, dass ich richtig gut durchkomme.
Ich habe das zwar vorhin in 4 Runden geschafft, aber da hatte ich auch mein Fleischkohle, um die Leute hier abzuhalten. Alles zu verprügeln. Der Typ hat Unterstützung in der Mitte. Okay. Den brauche ich jetzt auch nicht taggen. Der wird sowieso immer die Leute um sich rum unterstützen. Also hier. Die Fähigkeit. So. Guppy hat schon 3 Punkte. Wenn er nochmal einen Touchdown schaffen würde. Uch, ich bin dran. Ich kann nicht realisieren, dass ich dran bin. Ganz einfach durchlaufen lassen kann ich so aber nicht auf meinen Spieler. Wobei, meine Zombies kann ich halt doch schon in die Mitte stellen. Was soll's. Ich brauche bloß nicht direkt ihm gegenüber was hinstellen. Das ist ziemlicher Quatsch. Ja, ich denke. Versuche ich so. Oder mache ich die um 1 zurückgezogen? Nee, dann habe ich zu sehr Nachteil für meine Blocker. Meine Werwölfe habe ich jetzt um 1 zurückgezogen gemacht, damit sie sich auf jeden Fall frei bewegen können. Außer er kriegt wieder irgendeinen. Noch ein Wiederholungswurf. Mann. Die haben echt schon einen zu hohen Fanfaktor. So, ich darf zuerst ziehen. Okay, den beide blocken, scheiß drauf. Das gleiche haben wir hier nochmal. Sehr gut. Folgen in dem Fall. Du willst den Ball aufheben. Ich habe keine Wiederholungswürfe mehr. Ich könnte einen langen Pass machen, aber das ist irgendwie ein Drittel plus mal 2 Drittel sind 2 Neuntel. Erfolgschance. Ich könnte ihn versuchen, mit dem Werwurf anzugreifen. Das ist aber Quatsch. Ich bin nicht sicher, was ich jetzt mache, so richtig mit dem. Die stelle ich mal als Unterstützer dort ab. Bis zu meinem Läufer kommt ihr so oder so nicht runter. Problem ist, muss dahin, sonst habe ich keine Unterstützung. Sehr schön. Ah, wäre eigentlich K.O. gewesen. Eigentlich wäre K.O. gewesen. Will ich das noch machen? Das ist eigentlich zu risikobehaftet. Um das zu tun. Zug beenden. Mit meinem Fleischgolem hätte ich echt wieder eine Chance gehabt. Ohne den. Ah, nicht so sehr. Ja, er blocken ja ne, both down wieder. Das ist halt echt ein super harter Nachteil, wenn alle aus dem Gegnerteam blocken haben. Die Fähigkeit ist einfach zu wertvoll. Mr. Furious haben wir alle hier. So, wenn ich Mr. Furious gewesen. Forced Jump war das.
Ah, und er kriegt wieder einen Down-Würfel. Das ist fies. Er wird mich voll reinschieben, logisch. Hätte ich auch getan. So, es steht 1-1. Mein Gegner spielt. Chipmunk the Mad. Angry Chipmunks spielt er, okay. Das ist aber Chipmunk the Mad jetzt nicht so wahnsinnig. Ne, kreativ. Er kann halt, der unterstützt halt trotzdem, obwohl er in der Tackle Zone steht. Und ich habe keinen Blocken, immer noch. Oh, hat wieder alle und mein halbes Team down geprügelt. Oh, mehr als die Hälfte. Er wird auch folgen. Ja, logisch. Er kann auch laufen mit ein paar von den Leuten. Hätte vielleicht lieber ein Passspiel mit meinen Werwürfen aufbauen sollen, um weit zu kommen mit einmal. Wäre vielleicht eine bessere Taktik gewesen, hätte ich vielleicht sogar noch gewinnen können. Will sprinten? Er hat viel Wiederholungswürfe, der könnte halt eigentlich auch sprinten. Ich meine, er hat nur 3 Runden und 4 Wiederholungswürfe, dann könnte er halt auch die Wiederholungswürfe rausknallen. Für alles Mögliche. Das ist der Unterstützer, okay. Den will ich im Zweifel eigentlich erstmal rauskriegen. Boah. Ernsthaft, Mann. Komm. Das ist so durch, das Spiel. Damit kann er jetzt mich anchargen und auch scoren wahrscheinlich und gewinnt. Ach, Kacke. Kommt er bis dahin? Ja, er kommt bis dahin. Kann er den jemand angreifen? Ich habe keinen Blocken, immer noch. Ich habe nur auf dem Blocken, das ist der einzige, der unter dem Blocken hat. Der Desert Fox. Alle anderen. Nicht so sehr. Und down. Ich habe jetzt zwar das Glück, dass keiner, glaube ich, eine dauerhafte Verletzung erlitten hat. Bewegung ist weg. Ja, müsste so passen. Der müsste es regeneriert haben. Oder was der? Nein, wir haben beide 6. Genau, der hat es regeneriert. Das war seine Regenerationsfähigkeit. Die hat getriggert, da hatte ich ein bisschen Glück. Die anderen, der andere hat glaube ich auch keine, auch die Verletzung, die da noch draußen liegt, der hat glaube ich auch nichts Dauerhaftes. Von daher ist das schon okay. Da müsste immer noch sprinten stehen und nicht zum Ball gehen. Und das ist wirklich ein sprintender Zwerg geworden. So, das war sein vorletzter Zug. Wenn ich in diesem Zug den Ball weit genug zumindest zu ihm trage, kann er zumindest nicht gewinnen, es wird ein Unentschieden. Aber er kann halt bis zu mir. Er kommt bis hierhin und kann mich dann, genau, kann mich antackeln. Ich kann bloß hoffen, dass er jetzt nichts kriegt und mich, nevermind, zum Fall zu bringen. Ah, er hat auch, er ist gelähmt, das ist gut. Dann kann meiner den Ball nämlich wieder aufheben, theoretisch. Wenn er gelähmt ist. Aufstehen. Aufstehen. Ah, du wirst auch auf jeden Fall aufstehen. Mit dir kann ich nämlich nicht viel anfangen. Du stehst auch nur auf. Mit dir könnte ich halt noch versuchen. Komm, ich bin weit genug. Also ich könnte hier irgendwie mitten durchrennen, aber
Sieht man ja, wie unwahrscheinlich das ist, wenn ich das alles zusammenrechne. Da stehst du auch nur auf. Schlechte Würfelergebnisse. Und ich glaube, ich hebe erstmal den Ball auf. Wie weit kommen sie? Nein, nicht das. Wir wissen, oh Gott, die können ja ewig weit laufen. Das ist der Läufer, der hat 8 Bewegungsreichweite. Aber wenn er erst zu mir laufen muss. Ach, Kacke. Wenn er erst zu mir laufen müsste. Er hat nicht mehr bis dahin gekommen. Aber er kommt auch so nicht bis auf meine Endlinie. Es müsste also so ein Unentschieden sein. Also auch mit seinem Sprinten kommt er nur bis gerade kurz vor die Endlinie. Und mein Typ steht immer noch neben dem Ball. Okay, jetzt nicht mehr, ist gleich nicht mehr, aber er kann nicht mehr so weit laufen, da er gelähmt ist. Das finde ich sehr gut. Hat ich am Ende doch noch ein bisschen Glück. Und er kann mich nur neben den Ball schieben, wodurch das Ballaufheben schwerer wird. Oder schiebt mich auf den Ball. Okay, er schiebt mich dann wahrscheinlich nochmal auf den Ball. Er kann ja trotzdem nicht weiterlaufen. Also der, auch das, das Angreifen kostet immer einen Punkt. Und das zählt nicht als Touchdown, als wenn der jetzt hier reingefallen wäre. Er muss ihn auf einem Spieler da reintragen. Deswegen, auch wenn du sozusagen hier reinsprintest und hier noch hinfällst, zählt es nicht. Auch wenn du sozusagen mit dem Ball da reinfällst. Du musst in der Endzone stehen mit dem Spieler. Wir können natürlich jetzt noch ein paar von meinen K.O. schlagen, wenn ich Pech habe. Das hoffe ich aber mal nicht. Hätte sie vielleicht einfach liegen lassen sollen. Ich habe hier gerade einfach nur. Ich habe gerade ein bisschen verprügelt. Bisschen arg. Nein, bitte nicht verletzen. Nicht den Werwolf verletzen. Die sind sau teuer. Sehr gut. Oh, jetzt macht er das beim anderen Werwolf auch noch. Bitte auch den Werwolf nicht verletzen. Ein Both down nehmen, weil er Block hat. Und es passiert nichts. Sehr gut. Das ist wichtig. Also, die sind nämlich super wichtige Spieler, weil die halt weit kommen, Krallen haben. Und sauteuer sind. Wenn ich die verlieren würde, hätte ich echt ein Problem. Die Zombies, ja, mein Gott, das ist nicht ganz so schlimm, glaube ich. Wenn die sterben, schon, weil dann habe ich einen Spieler weniger. Ich habe lieber die Klappe, glaube ich. Okay, das ist gelähmt. Was soll's. Das ist scheißegal. Ich spiele es eh jetzt vorbei. So gut wie. Habe ich noch einen Zug? Ich glaube, ich habe noch einen Zug. Wenn ich gegnerischen Spieler töten würde und der weniger als, ich glaube, 3 Stärke hat, hätte ich einen Nekromanten, der die wiederbeleben könnte, wenn er es schafft. Das ist eine Chance. Das ist eine Special-Fähigkeit von meinem Nekromanten-Team. Oh, K.O. Das ist auch noch okay. Felix Frankenhaus ist K.O. Ich glaube, ich habe dann noch eine Runde. Aber ich glaube, ich will gar nichts mehr versuchen, bevor sich noch irgendjemand doof verletzt. Ich mache den, glaube ich, einfach. Weil wenn sich mein Ghoul verletzt, ist auch Kacke. Wenn er nichts macht, kann sich nicht verletzen. Ganz einfach. Und ich glaube, das mache ich jetzt auch. Kann ich hier noch irgendwie sinnvoll jemanden... Wenn du aufstehst... Nee. 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 Ich mach nichts zu beenden. Das ist durch. Uh, 70.000 gewonnen. Mega nice. Das ist richtig gut. Das ist, glaube ich, auch das Maximum, was man bei einem Unentschieden bekommen kann. Fanfaktor plus 1. Die fand ich ganz okay. Also, es war okay, dafür, dass es Zwerge waren. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Anschauen. Das wird jetzt Samstag und Sonntag rauskommen. Ich hoffe, ihr freut euch darauf oder darüber. Und bis die Tage.